Meine Damen und Herren, laut dem Robert-Koch-Institut muss ja eine Durchseuchung von mindestens 50 bis 70% der Bevölkerung erfolgen, damit sich die Viruserkrankung Covid-19 sogenannt totläuft. Das bedeutet also, dass das Ziel der gegenwärtigen Maßnahmen von Bund und Ländern, zum Beispiel Kontaktverbote zu verhängen oder Ausgangsbeschränkungen einzuführen, nur darin besteht, nicht die Neuinfektion auf Null zu setzen, sondern eigentlich das Gesundheitssystem dahingehend zu überlasten, dass die Neuinfektionsrate nicht abrupt in die Höhe steigt. Das bedeutet für uns aber auch, dass wir darauf achten müssen, dass wir in Zukunft nicht nur unser Gesundheitssystem nicht überlasten, sondern dass wir auch überlegen müssen, wie wir ein ordentliches soziokulturelles und vor allem wirtschaftliches Leben in unserem Land weitestgehend aufrechterhalten und vor allem auch wieder irgendwann zum Normalzustand oder zu einem geordneten Rückführverfahren zurückkehren können. Und da möchte ich Ihnen heute einige Vorschläge oder möchten wir Ihnen heute einige Vorschläge unterbreiten, die wir als Fraktion auch wirklich so verstehen, nämlich als Vorschläge für die anderen Fraktionen ebenfalls. Also sind alle herzlich eingeladen, diese Vorschläge zu beherzen, auch in der Landesregierung sich damit zu beschäftigen, wie man nämlich stufenweise die Rückkehr zu einem gesunden sozialen Wirtschaftsleben ermöglicht. Und es muss halt dringend verhindert werden, dass die Folgen dieser Corona-Pandemie nicht großflächig darin liegen, dass das Wirtschaftsleben zum Erliegen kommt, sondern dass hier der Gesundheitsschutz an vorderster Stelle steht. Daher tritt die AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg für die schnellstmögliche und stufenweise Rückkehr zum sozialen und wirtschaftlichen Normalbetrieb ein und zu einem stufenweisen Rückkehr zum schulischen Normalbetrieb. Die folgenden Punkte sind, wie gesagt, Vorschläge, die wir erarbeiten. Das sind keine Maximalforderungen. Da geht es darum, dass man sich mit diesen Themen befassen muss. Und das gilt nicht nur für uns, sondern auch für die anderen Parteien hier im Landtag. Das eine ist natürlich, dass wir darüber überlegen müssen, wann wollen wir den Schulbetrieb in Brandenburg wieder anfahren. Wir gehen davon aus oder wir machen als Vorschlag, dass der 2. Mai der Stichtag sein sollte, um diese stufenweise Wiederherstellung des Schulbetriebs einzuführen. Das könnte man wie folgt regeln, vor allem erstmal in den Jahrgangsstufen 1 bis 2 und 3 und 4 in den Grundschulen sowie in den Jahrgangsstufen 9 und 11 und 12 an den weiterführenden Schulen. Vorteil wäre beim 2. Mai, dass die Eltern und die Schüler nach den Osterferien nochmal Zeit haben, oder die Lehrer nochmal Zeit haben, die Eltern zu informieren. Das heißt, es ist nicht direkt im Anschluss an die Ferien. Wir hätten also noch eine Woche sogenannte Karenzzeit, wo die Lehrer und die Schulen sich darauf vorbereiten können, wie möchten sie den Unterricht stufenweise wieder reaktivieren und wie möchten sie ihn durchführen. Das verschafft den Lehrern und vor allem den Schulleitungen auch dementsprechend noch einmal Luft. Und wichtig ist natürlich auch, dass die Nutzung ungenutzter Raumkapazitäten auch genutzt werden müssen, sodass auch der Mindestabstand von 2 Meter hergestellt sein muss. Es muss möglich sein, dass Atemschutzmasken ausliegen oder Desinfektionsmittel eine ausreichende Stückzahl vorhanden sind, damit die Gesundheit der jeweiligen Schüler und die Gesundheit auch der Lehrer nicht gefährdet wird. Wie kann man das sich rein praktisch vorstellen? Es geht vor allem auch darum, dass man die Schulen nicht überlastet, indem man sagt, es sollen gleich alle anfangen. Deswegen wollen wir mit bestimmten Jahrgangsstufen anfangen. Das bedeutet Jahrgangsstufe 1 und 2 sowie 9 jeweils montags, mittwochs und freitags mit einem Stundenvolumen von 6 Stunden pro Schultag antreten lassen. Die Notbeschulung der Jahrgänge 3 bis 4 sowie 11 und 12 erfolgt dann dienstags, donnerstags und samstags. Wir sind ja in einer besonderen Situation, in der Unterricht ausgefallen ist. Gerade für die oberen Stufen und oberen Klassen ist es daher wichtig, den verlorenen Stoff aufzuholen. Die Ministerin hat ja selbst gesagt, der Fernunterricht funktioniert dahingehend gut, indem man Vertiefungs- und Festigungsaufgaben oder Wiederholungsaufgaben, wie man sie auch nennt, fernmündlich durchführen kann, zu Hause machen kann. Was man nicht machen kann, ist die Vermittlung neuen Unterrichtsstoffs. Dazu braucht man natürlich den Lehrer, dazu braucht man diesen sozialen Lernprozess, der nicht funktioniert, wenn ich zu Hause sitze und mir bestimmte Dinge im Alleinstudium selbstständig aneigne, vor allem gerade an der Grundschule, wo es um Grundfertigkeiten wie Rechnen, Lesen und Schreiben geht. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für die anderen Klassen, wenn man zum Beispiel die Jahrgangsstufen 3 und 4 und 11 und 12 nimmt, dann würden sich dann eben die anderen Wochentage dafür einreihen. Dabei ist wichtig, dass an den Grundschulen gerade in Hauptfächern unterrichtet wird, gerade Deutsch und Mathe. Das muss sichergestellt werden. Das sind diese Fächer, die in der Grundschule Hauptrelevanz in dieser Zeit haben, um genau die Grundfertigkeiten zu lehren, von denen ich eben gesprochen habe. Zudem ist natürlich auch darauf zu achten, dass zur Vermeidung von Kontakten, also zur Kontaktreduzierung, auch auf Partner- und Gruppenarbeit zugunsten von Frontalunterrichtern in dem Fall ausnahmsweise auch verzichtet wird. Gerade Gruppenarbeit und die Sozialform, die sehr kontaktfreudig sind, sind hierbei auszuschließen.
Dann ist ein weiteres Themenfeld, was zu bearbeiten ist, dass die Unterrichtsinhalte betrifft. Es ist hierbei sicherzustellen, dass die grundlegenden Kulturtechnik, Lesen, Rechnen und Schreiben geschult werden an den Grundschulen, wie eben schon gesagt. Und dass die Rahmenlehrpläne für Deutsch, für die Jahrgangsstufe 1 bis 10, die ausgewiesenen Kompetenzen zum Beispiel unterrichtet werden. Das bedeutet, wenn wir gerade das Thema Corona haben, was aktuell ist, dass man natürlich auch den aktuellen Lebensweltbezug darstellt. Das heißt, man kann natürlich auch gerade an Risikogruppen als Schule verschiedenste Aufgabenformate nehmen, gerade Mathematik oder Deutsch, die sich mit dem Fall Corona beschäftigen, die gerade aktuellen Lebensweltbezug haben. Das wäre mal etwas, worauf sich der Rahmenlehrplan ja auch immer wieder bezieht. Das heißt, die Kompetenzen müssen geschult werden. Das können ganz praktischen Beispiel, es können Briefe an ältere Personen geschrieben werden, Briefe an die Großmutter oder den Großvater geschrieben werden, es können Berechnungen angestellt werden, Exponentialfunktionen, in Mathematik wäre hier nur ein Beispiel. Das heißt, Corona kann hierbei auch herhalten für einen wirklich ganz praxisnahen Unterricht, den man hier durchführen kann. Wichtig ist für uns natürlich auch, dass wir die Gesundheit der älteren Kollegen im Blick behalten. Das heißt, wir haben natürlich einen fast schon überalterten Lehrkörper in Brandenburg, Sie alle kennen die Zahlen. Da ist es natürlich wichtig, dass man die Referendare an geeigneter Stelle mit hinzuzieht. Das heißt, dass Referendare, wo immer es notwendig und angemessen erscheinen sollen, diese eben auch herangezogen werden. Und die Dauer dieser herangezogenen Unterrichtstätigkeit kann dann natürlich den Referendaren auch auf die Gesamtzeit ihres Vorbereitungsdienstes angerichtet werden. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Betreffend der Rahmenlehrpläne und die schulinternen Curricula ist Folgendes zu sagen. Die Fachkonferenzen einer Schulform entscheiden in eigener Verantwortung über eine inhaltliche Entschlackung und Straffung der offiziellen Rahmenlehrpläne und entscheiden selbst, welche Schwerpunkte für den Erwerb jetzt gelten. Natürlich ist uns allen bewusst, in der kurzen Zeit, die wir zur Verfügung haben, bis zum Ende des Schuljahres konnten nicht alle Themenbereiche bearbeitet werden. Deswegen muss natürlich von den Schulkonferenzen und Klassenkonferenzen selbstständig auch festgelegt werden können, auf welche Themen im Rahmenlehrplan können wir verzichten und welche Themen sind so essentiell, dass sie trotzdem unterrichtet werden müssen. Dann kommen wir zu einem noch ein interessantes Thema, das ist das Thema der Benotung. Ihnen ist auch allen bekannt, dass man gerade im Fernunterricht natürlich die Benotung nicht durchführen kann wie im Regelbetrieb. Wir wissen als Lehrer natürlich nicht, ist das in Eigenverantwortung, ist die Aufgabe in Eigenverantwortung wahrgenommen worden oder haben dort die Eltern geholfen, wurde dort das Internet zur Rate gezogen, deswegen kann eine Benotung hier nicht erfolgen, was natürlich auch Auswirkungen auf die Ausreichung der Zeugnisse hat. Hier muss natürlich dann darauf geachtet werden, dass zur Erstellung der Zeugnisse und zur Berechnung der Ganzjahresnote die Grundlage das Halbjahreszeugnis sein muss mit allen entsprechenden Noten, die aktuell noch gegeben werden konnten. Beim Thema Versetzung ist Folgendes zu beachten. Die Versetzung von Schülern hat unter der Anwendung großzügiger Regeln zu erfolgen. Die Entscheidung treffen wie immer die Klassen und Kurslehrer in Absprache mit den übrigen Fach- und Kurslehrern. Wir hatten erst jüngst eine Anfrage an das Bildungsministerium gestellt, da uns die Sorge herangetragen wurde, dass gerade flächendeckend in Brandenburg die erste Klasse als wiederholungsfrei gesehen wird. Das bedeutet, viele Erstklässler sollten also den Jahrgang wiederholen. Da haben wir nachgefragt, das Bildungsministerium sagt, bis zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht vorgesehen, dass flächendeckend die erste Klasse wiederholt werden soll. Und seitdem können wir uns voll und ganz anschließen. Die Versetzungsentscheidung hat sich ja auch stets nach dem Wohl des Kindes oder nach dem Wohl des Schülers zu richten. Und gegebenenfalls, wenn eine Wiederholung im Raum steht, kann das auch auf freiwilliger Basis geschehen. Alle diese Punkte zum Thema Versetzung wurden auch heute vom Deutschen Lehrerverband erhoben. Dem können wir nur folgen. Und eine vom MJS angedachte Parallelunterweisung ausgefallener Lerninhalte in den darauffolgenden Schuljahren ist unserer Meinung nach kein gangbarer Weg. Wir wissen jetzt schon zu dem Zeitpunkt mit den vielen Ausfallstunden, die wir in Brandenburg haben, dass selbst im Regelbetrieb der Unterricht nicht komplett erteilt werden kann und Unterrichtsinhalte nach hinten fallen. Da brauchen wir nicht die jetzt ausgefallenen Inhalte, die wegen Corona nicht unterrichtet wurden, im anfallenden Schuljahr dann nachholen. Und ein letzter Punkt, der noch angedacht werden sollte, auch ein Vorschlag von uns, man müsste über das Thema G9 auch gerade jetzt in diesen Zeiten nochmal nachdenken. Gerade jetzt, wo wir im Abitur in 2 Jahren gerade an den Gymnasien haben, an der Gesamtschule, die Gesamtschüler betrifft das ja nicht, die haben ja die Möglichkeit, 3 Jahre ihr Abitur zu machen, sollte man darüber nachdenken, ob man vielleicht nochmal über das Thema G9 debattiert. Weil gerade diese Ausfallzeit, die wir jetzt haben, zum Ende des Schuljahres relevant ist für die Abiturientinnen und Abiturienten, weil aus unserer Praxis gesprochen, meistens wird ein großer Teil dessen, was ich für das Abitur benötige, in den letzten 2-3 Monaten nachgeholt, weil es vorher aus diversen Gründen nicht geschafft wurde. Und deswegen muss auch hier nochmal darüber nachgedacht werden, ob G9 nicht ein gangbarer Weg ist, nicht nur in Zeiten von Corona, sondern auch darüber hinaus. Als letztes
muss auch noch darüber gesprochen werden, wie funktioniert Fernunterricht eigentlich bei Schülern, die keine mobilen Endgeräte zu Hause haben, die keine Laptops haben. Hier muss ganz klar nachgefragt werden, wer welche hat, wer hat welche nicht. Und da muss von der Landesregierung müssen dann entsprechende Geräte gestellt werden. Das heißt, die Schulen müssen finanzielle Mittel erhalten, damit sie diesen Schülern, die keine Möglichkeit haben, am Fernunterricht entsprechend teilzunehmen, entsprechende Endgeräte gestellt werden. Das sind die Vorschläge, die wir für den stufenweisen Wiedereintritt in den Bildungsbetrieb haben. Ich hoffe, dass die anderen Fraktionen diese beherzigen, weil wir denken, dass jetzt gerade der Zeitpunkt ist, wo man darüber nachdenken muss. Die Fallzahlen in Brandenburg sind nicht in dem Maße angestiegen, dass wir sagen, hier ist eine außerordentliche Notlage dahingehend, dass wir den Schulbetrieb nicht weiter oder wieder aufrecht erhalten können. Danke.